Alhamdulillah, alles Lob wird Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad der Diener und sein Gesandter ist. Wo der glaubt, fürchtet Allah, so wie es ihn gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders denn als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einem einzigen Wesen. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht gefestigte Worte, dann wird er dafür sorgen, dass eure Taten rechtschaffen sind und euch eure Sünden vergeben. Derjenige, der Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Sieg errungen. Liebe Geschwister, zur Gottesfurcht, zu der uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran immer wieder angehalten hat, gehört es, anständig mit Allah subhanahu wa ta'ala umzugehen. Ein anständiger Muslim, jemand, der guten Charakter hat, das ist derjenige, liebe Geschwister, der sich bewusst macht, wie viele Gunsterweisungen Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn herabsendet. Es sind so viele, dass er sie nicht einmal mehr zählen kann. Und sie haben begonnen, sogar bereits ab dem Zeitpunkt, an dem du ein Tröpfchen warst in der Gebärmutter deiner Mutter. Und diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala umgibt dich ab diesem Tag bis zum Tag, an dem du deinem Herrn gegenüberstehen wirst. Der gläubige Mensch, der sich anständig Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber verhält, er dankt ihm dafür durch seine Aussagen, indem er ihm lobt. Und er lobt Allah subhanahu wa ta'ala, so wie es ihm gebührt, ihn zu loben. Und er dankt ihm durch seine Taten, indem er das, was Allah einem gegeben hat, investiert in Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala mag. Denn es gehört sicherlich überhaupt nicht zum Anstand, dass man die Gunst, die Allah subhanahu wa ta'ala einem erwiesen hat, nicht anerkennt und undankbar ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, was ihr an Gunst erfahrt, ist von Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wenn ihr die Gunsterweisungen Allahs zählen wolltet, ihr könnt sie niemals zählen. Und der Herr, der Segensreiche und Erhabene, sagte, so gedenkt meiner, dann werde ich eurer gedenken, und dankt mir und seid mir gegenüber nicht undankbar. Der Muslim, liebe Geschwister, macht sich bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles über ihn weiß und jederzeit Einsicht über ihn hat, in jedem Zustand, und dadurch wird sein Herz erfüllt durch Respekt vor Allah subhanahu wa ta'ala und Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit, und er geniert sich, Allah subhanahu wa ta'ala zuwider zu handeln, und er schämt sich, Allahs Befehle nicht umzusetzen, er schämt sich nicht, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen. Und dadurch, liebe Geschwister, ist man ein anständiger Mensch, ein gesitteter Mensch. Denn es gehört überhaupt nicht zum Anstand, dass man als Sklave und Diener Allahs seinem Herrn gegenübersteht, oder dass man seinem Herrn gegenüber widersetzlich handelt, obwohl er derjenige ist, der einem alles Gute gegeben hat. Es ziemt sich nicht, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala Gutes bekommt und es mit Üblem versucht auszugleichen oder Untugenden ihm entgegenwirft. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit dir, er hört dich, er sieht dich. Er sagte subhanahu wa ta'ala, was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt, von Allah würdevoll behandelt zu werden, wo er euch doch in Entwicklungsabschnitten erschaffen hat. Und er sagte subhanahu wa ta'ala, er weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich, und nichts verliest du davon an Koran, und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir Zeugen über euch sind. Wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst, und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres, es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Der gläubige Mensch macht sich bewusst, dass alles, was er erfährt, von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt ist. Es gibt keinen Fluchtweg von Allah subhanahu wa ta'ala weg, außer wieder zu ihm zurück. Es gibt kein Entkommen und keine Zuflucht, außer zu Allah subhanahu wa ta'ala wieder zurück. Der gläubige Mensch ergibt sich Allah, wirft sich vor ihm nieder, wirft sein Angesicht auf den Boden, er vertraut auf ihn,
Das ist derjenige, der sich Allah subhanahu wa ta'ala anständig gegenüber verhält. Denn es gehört überhaupt nicht zum Anstand, dass man vor jemandem flieht, vor dem man nicht fliehen kann. Oder dass man sich auf jemanden verlässt, der überhaupt keine Kraft hat, einem zu helfen. Und es gehört überhaupt nicht zum Anstand, dass man sich auf jemanden stützt, der einem nicht helfen kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, so flüchtet nun zu Allah, gewiss, ich bin euch von ihm ein deutlicher Warner. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und auf Allah sollt ihr vertrauen, wenn ihr wirklich gläubig seid. Der gläubige Muslim macht sich bewusst, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm umgeht. In allen seinen Angelegenheiten, in allen seinen Situationen. Und das führt, bringt ihn dazu, Allah subhanahu wa ta'ala um noch mehr Erbarmen zu bitten. Denn, liebe Geschwister, wenn derjenige, normalerweise schämt man sich vor demjenigen, der einem Gutes erweist. Wenn er einem noch mehr Gutes erweist und wieder und wieder und wieder, irgendwann mal schämt man sich vor ihm. Aber von Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, braucht man sich nicht zu schämen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt niemanden, der ihn zwingt. Und es gibt niemanden, der etwas tun könnte gegen seinen Willen. Und alles, was er will, dazu ist er imstande, subhanahu wa ta'ala. Und alles ist für ihn ein leichtes. Und deswegen gehört es zum vollkommenen Iman, dass man seinen Herrn um noch mehr bittet, als man bekommen hat an Gutem. Der gläubige Mensch fleht Allah subhanahu wa ta'ala an, mit Ikhlas. Und er sucht ein Mittel zu ihm. Und er versucht sich Allah subhanahu wa ta'ala mit guten Worten und mit rechtschaffenen Taten zu nähern. Denn es gehört überhaupt nicht zum Anstand, dass man, liebe Geschwister, aufgibt und dass man die Hoffnung auf mehr von Allah subhanahu wa ta'ala aufgibt. Denn Allah azza wa jalla ist derjenige, der macht, was er will. Und er bezeichnet die ungläubigen Menschen, indem er sagte, es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf. Wir gläubigen Menschen geben die Hoffnung niemals auf, bis zum letzten Atemzug. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Und liebe Geschwister, zum Anstand Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehört es, dass man auf seine Gebete achtet. Dass man sie zur richtigen Zeit verrichtet. Allah azza wa jalla sagte, wahrlich, das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und als Jibril alayhi salatu wassalam mit dem Propheten sallallahu alayhi wasallam an einem Tag alle 5 Gebete verrichtete, zu Anfang der Zeit und am zweiten Tag verrichtete er mit ihm die gleichen Gebete am Ende der Zeit. Daraufhin sagte er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zwischen diesen beiden Gebetszeiten ist die Gebetszeit. Zwischen diesen beiden Gebeten ist die Gebetszeit. Und so muss der Muslim seine Gebete zu festgesetzten Zeiten verrichten. Oder was haltet ihr davon, wenn jemand zu Hajj geht, zu einer anderen Zeit als zur Hajjzeit? Allah subhanahu wa ta'ala hat die gläubigen Menschen beschrieben im Quran al-Karim als Menschen, die sich nicht ablenken lassen durch irgendeinen Handel oder irgendetwas von weltlichen Angelegenheiten. Allah sagte, Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebetes und der Entrichtung der Abgabe, der Zakah, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden, damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben, und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu rechnen. Es steht einem gläubigen Menschen nicht zu, das Gebet hinauszuschieben, nach der Zeit, die Allah subhanahu wa ta'ala als Grenze festgesetzt hat. Egal, ob es um die Arbeit geht, oder ob es um einen Handel geht, oder ob es um die Schule geht, oder irgendetwas anderes. Denn dies, liebe Geschwister, ist eine Art Erschwernis, aber sie ist eine Art Erschwernis, die Allah subhanahu wa ta'ala dir auferlegt hat. Der gläubige Mensch, wenn er es nicht schafft, das Gebet zu Beginn der Zeit zu verrichten, so hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt, was darauf hinweist, dass man sein Gebet bis zum Ende der Zeit maximal hinausschieben darf, wenn man das braucht. Und dann verrichtet man beispielsweise das Mittagsgebet zum Ende der Mittagszeit und dann wartet man eine Minute oder zwei, bis die Asrzeit eintrifft und dann verrichtet man das Asrgebet und das gleiche macht man beim Maghrib und Isha, wenn man das braucht. Das sieht dann so aus, liebe Geschwister, als hätte man die beiden Gebete zusammengefasst. In Wirklichkeit hat man die Gebete nicht zusammengefasst. Sollte einem auch dies nicht möglich sein, so ist es nach einigen Ulama
unter ihnen Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, und das ist auch die Ansicht von Umar ibn Khattab und Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, dass sie gesagt haben, dass man dann, wenn das auch nicht möglich ist, das Gebet tatsächlich mit dem darauf folgenden zusammenfassen darf, Dhuhr und Asr auf der einen Seite und Maghrib und Isha auf der anderen Seite. Und der Maßstab in diesem Fall ist die Bedrängnis. Und der Maßstab in diesem Fall ist die Bedrängnis bzw. die Angst, die einem widerfährt. Und das ist eine Sache, die dir kein Mufti sagen kann, sondern das ist eine Sache zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein. Ansonsten sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, die folgenden drei Dinge gehören zu den großen Sünden. Und er sagte, dass man zwei Gebete zusammenfasst, ohne eine Entschuldigung zu haben. Diese Überlieferung sagte, hat Al-Bayhaqi rahimahullah in der Sunan al-Kubra überliefert und er sagte, sie ist qawi. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, liebe Geschwister, achtet auf die Gebete. Das Gebet entfällt, liebe Geschwister, in keinem Fall. In keinem Zustand entfällt das Gebet, weder auf der Reise, noch wenn du krank bist. Noch wenn du es vergessen hast, noch wenn du geschlafen hast. Und jedes Gebet wird immer so verrichtet, soweit du kannst. Das Gebet entfällt niemals. Als Beispiel, wenn ihr das Gebet verrichtet, müsst ihr davor die Gebetswaschung durchführen. Wenn einem die Gebetswaschung nicht möglich ist, al-Wudu, dann macht er eben den Tayammum. Und wenn der Tayammum ebenfalls nicht möglich ist, dann verrichtet er das Gebet gemäß der richtigsten Ansicht unter den Ulama. Das verrichtet er das Gebet ohne Wudu und ohne Tayammum. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns in der Religion keine Bedrängnis auferlegt hat. Und der gläubige Mensch ebenfalls. Er verrichtet das Gebet an einem reinen Ort. Und der Prophet alaihi salatu wassalam hat es verboten, dass man das Gebet auf Friedhöfen oder bei Toiletten verrichtet. In Toiletten drin. Nicht wie manche Leute denken, vor der Toilette. Ich meine in Toiletten drin. Sollte man keinen Ort finden, außer dem Friedhof, außer oder die Toiletten, ein Ort der Unreinheit, auch dann verrichtet man das Gebet und muss es verrichten, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Ebenso der gläubige Mensch verrichtet sein Gebet in Richtung Qibla, soweit er dazu imstande ist. Sollte er allerdings nicht wissen, wo die Qibla ist, oder sollte der Ort sehr eng sein, sodass er sich nicht in Richtung Qibla wenden kann, dann verrichtet er sein Gebet, auch wenn es nicht in Richtung Qibla ist. Warum? Weil Allah sagte, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Und er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Und ebenso verrichtet der gläubige Muslim seine Gebete in sauberen Kleidern, soweit er kann. Denn Allah subhanahu wa ta'ala befahl seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und deine Kleider, die reinige. Sollte der Mensch allerdings keine Kleider finden, die sauber sind, sondern nur dreckige Kleider haben, die sogar vielleicht najis sind, verrichtet er sein Gebet, auch wenn er diese Kleider anhat. Denn Allah sagte, er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Und der gläubige Mensch verrichtet sein Gebet im Stehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Bete im Stehen, wenn du nicht kannst, dann bete im Sitzen. Und wenn du nicht kannst, dann auf der Seite liegend. Und zusammengefasst, liebe Geschwister, das Gebet wird niemals nach der vorgeschriebenen Zeit hinausgeschoben, in keinem Zustand, in keiner Situation. Und das gehört zum Anstand Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, der dich erschaffen hat, der dich versorgt, der dich geformt hat und dich auf die schönste Weise geformt hat. Und er hat subhanahu wa ta'ala dich nur erschaffen, damit du ihm dienst, ihm ganz alleine. Gepriesen sei er subhanahu wa ta'ala, keinen Partner hat er. Möge Allah subhanahu wa ta'ala für uns allen annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.